An diesem Punkt des Abends ehren wir einen Regisseur, der die deutsche Filmlandschaft seit über 70 Jahren prägt. Jetzt für ihn aus Hamburg zugeschaltet ist Giovanni Di Lorenzo. Schönen guten Abend, vielen Dank, lieber Edin. Als junger, kinobegeisterter Student in München kannte ich eine Frau in Schwabing, die im selben Haus lebte wie der Mann, den wir heute ehren wollen. Jedes Mal schlichen wir an seiner Wohnung vorbei und ich wünschte mir, dass wenigstens einmal die Tür aufgehen möge. Meine Bekannte sagte, ich habe ihn noch nie lächeln gesehen. Viel später holte mich dieser Satz wieder ein, und zwar in einer bemerkenswert aufschlussreichen Dokumentation von Anna Hepp, in der unser Preisträger sagt, Lächeln ist ein Klischee. Wenn man ernst ist, ist man auch etwas wert. Als ich gefragt wurde, ob ich ihn, den großen Edgar Reitz, laudatieren könne, bin ich erstmal erschrocken. Warum ich? Im Namen der Veranstalter antwortete mir die wunderbare Sherry Horman, weil Heimat dein Lebensthema ist. Und mir schoss durch den Kopf, eigentlich ist es mehr die Heimatlosigkeit. Kein sehr schöner Zustand. Viele Deutsche kennen dieses Gefühl, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aber Edgar Reitz hat uns ein Stück Heimat zurückgegeben, indem er diesem hochtoxischen Begriff eine Anmutung, eine Bildsprache, einen Reigen von Geschichten gegeben hat und uns tatsächlich einen Heimweg gewiesen hat. Um die großen Geschichten zu verstehen, muss man die kleinen erzählen, ruhig auch aus der Provinz, wo alles beginnt. Edgar Reitz sagt dazu, Heimat ist ein Lebensuniversum. Das heißt, dass alles in der jeweiligen Situation ein Spiegelbild des Lebens und unserer Irrtümer ist. Man möchte aus aktuellem Anlass hinzufügen, wer sich seiner Heimat irgendwann sicher ist, ist auch vor nationalistischen Parolen besser gefeit. Als sich der Produzent Nico Hofmann im Jahr 1984 an mehreren Abenden den ersten Teil der Trilogie von Heimat anschaute, da war das für ihn wie ein Erweckungserlebnis, die lang ersehnte Antwort auf den italienischen Neorealismus, von dem, wie er sagt, seine Generation wie besessen war. Mir fiel ein, dass mein bewusstes Leben in der italienischen Provinz begann, in Rimini, wo ich ein paar Jahre lebte. Bis heute wird dort der Regisseur Federico Fellini verehrt, ein Sohn dieser Stadt. Fellini drehte ein paar Jahre, bevor Edgar Reitz mit der Arbeit an seiner Trilogie begann, einen Film, dessen Name wie eine Liebeserklärung klingt, Amar Cord. Dabei heißt es im Dialekt, ich erinnere mich. Nichts an diesem Film ist in den Originalkulissen von Rimini gedreht worden, sogar das Meer ist einmal im Studio durch wogende, dunkle Plastikplanen nachgestellt worden. Und doch ist es die intensivste Verdichtung von Heimatgefühl, die man sich für diesen Ort vorstellen kann. Edgar Reitz, Schabach im Hunsrück, liegt verglichen mit Fellinis Rimini auf einem anderen Planeten. Jedoch verbindet die beiden Regisseure etwas sehr Wesentliches. Beide haben es geschafft, das Persönlichste so zu übersetzen, dass davon eine Botschaft ausgeht, die universell verstanden wird. Reitz sagt, wenn der Stoff eines Films aus der persönlichen Erfahrung genährt ist, dann muss er den Sprung aus der individuellen in die allgemeine Ebene schaffen. Im Privaten sehe ich keine künstlerische Gültigkeit. Wir verneigen uns vor Edgar Reitz und sind gespannt, wie er diese Ehrung wohl aufnimmt. In einem Film des italienischen Neorealismus würde die Figur des Edgar Reitz ganz am Ende und nur ein einziges Mal etwas bis dahin Unerhörtes tun. Sie würde lächeln. Für mich steht Edgar Reitz für die Liebe zu Menschen, die fliegen wollen, die das Glück suchen. Ich gucke Menschen wirklich beim Leben zu und auf der anderen Seite
war's wie verzaubert. Er ist ein Mann, der zaubern kann an der Kamera. Und er ist gleichzeitig ein Mann der Imagination. Ich brauche nur die Augen zuzumachen, um jedes Ziel zu erreichen. Und bitte. Als wir anfingen, Filme zu machen, da war ja kein Platz. Es gab keine Filmschule in Deutschland. Es gab keine Öffnung, dass man auch nur einen Volontärjob bekommen hatte. Kennen Sie die Nouvelle Vague in Frankreich? Wir machen uns das vor. Raus aus den Studios und rein ins Leben. Da haben wir gesagt, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo der Generationswechsel stattfinden muss. Nämlich unabhängige Filme zu machen. Sie haben den Autorenfilm auf ihre Fahnen geschrieben und damit das Kino der Bundesrepublik verändert. Und wir haben in Oberhausen gesagt, wir brauchen für den neuen deutschen Film ein geistiges Zentrum. Das ist das Institut für Filmgestaltung in Ulm geworden. Das finde ich so toll, dass jemand sagt, es gibt sowas nicht in Deutschland, wir brauchen sowas aber, also machen wir es selber auf. Edgar Reitz war ein strenger Lehrer. Wir mussten mit ihm wirklich Kamera lernen, Ton lernen. Mit welchen Mitteln will ich das erzählen, was ich zu erzählen habe? Achtung! Jetzt! 40 Jahre bevor man die High-End-Serie zum ultimalen Kick erklärt hat, hat er seine Heimatserie in die ganze Welt geschickt. Und ich habe das damals verfolgt wie so ein Serienjunkie. Das Tolle fand ich an der ersten Heimat immer, wie das Große im Kleinen erzählt wird. Sanette Simons-Paul? Es geht um die erste große Liebe und um Kriegsheimkehrer. Das war berührend, poetisch und politisch. Die Musik ist tot! Es lebe die Musik! Und das so zusammenzubringen, über diese lange Strecke, eine große, epische, moderne Erzählung. Und deswegen hat er da wirklich Pionierarbeit geleistet. Lieber Edgar. Ich gratuliere dir aus ganzem Herzen. Herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis. Der Deutschen Filmakademie 2020. Wenn einer diesen Preis verdient hat, bist du es. Ich danke Ihnen. Der Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises für herausragende Verdienste um den deutschen Film geht an Edgar Reitz. Ja. Jetzt habe ich lächeln wollen. Nicht. Sonst weint man ja bei so einer Laudatio. Giovanni Di Lorenzo, ich erinnere mich an Sie auch in Zeiten, wo Sie noch in München waren. Und wir sind uns leider nie so begegnet, wie ich mir gewünscht hätte. Und jetzt findet es auf diese Weise statt. Das bewegt mich sehr. Danke. Danke. Und alles, was Sie gesagt haben, ist wahr und trotzdem so, dass es mich umhaut. Ich kann es einfach nicht begreifen, denn ich habe mich immer nur als Familienmitglied in der Filmbranche gefühlt. Und für mich war immer sehr wichtig, dass das Werk wichtiger ist als die Person. Und deswegen war ich auch nie jemand, der viel auf Partys geht oder der an großen Veranstaltungen anzutreffen war. Hier bin ich jetzt ganz besonders gerne, und zwar um eins zu sagen. Wir alle, die wir Filme machen, lieben doch das Kino. Und wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in der alle Kinos zu sind. Und schon seit ein paar Jahren deutete sich an, dass das Kino in einer Krise ist, die nicht nur mit Corona zu tun hat. Aber jetzt, wo alle Kinos zu sind, haben wir Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie es weitergeht, was das Kino eigentlich sein kann. Für mich war es immer der Ort der Erinnerung, der Ort, an dem wir nicht vergessen, und zwar mit Bildern unser Gedächtnis aufrechterhalten.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Menschheit früher, als es das Kino noch nicht gab, sich überhaupt erinnert haben. Aber wir haben diese Möglichkeit, diese unglaubliche Möglichkeit, Bilder unsterblich zu machen. Das tröstet auch in ganz schweren Zeiten. Deswegen muss das Kino leben und wir müssen es mit allen Mitteln, miteinander und aller unserer Fantasie neu erfinden in diesen Tagen. Wenn es wieder eröffnet wird, muss es das Kino der Zukunft werden. Denn ohne dieses haben wir die Freiheit nicht mehr, die wir brauchen, um aus diesem wunderbaren, wunderbaren künstlerischen Mittel das zu machen, was es sein kann, nämlich eine künstlerische Sprache der Welt, die unabhängig ist von allen Kulturen und allen Sprachen. Das ist, was ich uns wünsche, gemeinsam. Ja. Wir trinken einen Schluck auf das Kino der Zukunft. Salome, meine Frau, ist die ganze Zeit bei mir. Wir haben hier zu Hause ziemlich Gelegenheit zu feiern und Sind zu zweit. wir sind zu zweit. Und diese große Gelegenheit, hier ist auch wieder so dieses Private und das Öffentliche, das uns so beschäftigt in unserem ganzen Leben. Ich denke, das Private ist immer auch etwas Allgemeines, wenn man es ernsthaft versteht. Komm, Salome, Prost. ein Prosit. Prost. Prost auf das Wir Kino der dürfen Zukunft. küssen. Glückwunsch. Ja. Die Lola, frisch desinfiziert. Herzlichen Glückwunsch an Edgar Reitz und vielen Dank an Giovanni Di Lorenzo. Es war uns eine große Ehre, Sie beide heute Abend bei uns zu haben. Ja.